So, jetzt stehe ich in unserer neuen Wohnung. Ich habe noch kein Handtuch gefunden, deswegen habe ich mein T-Shirt benutzt. Es ist jetzt hier gerade noch Chaos, aber ich habe jetzt die nächsten paar Tage noch Zeit, Sachen aufzubauen und ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und darauf habe ich jetzt auch Lust. Ich sitze jetzt hier in unserer neuen Wohnung in Schöneich. Ich hoffe, dass ich Schöneich richtig ausspreche. Ich weiß immer noch nicht, ob es stimmt. Man sagt auf jeden Fall nicht Schöneich. Das habe ich schon gelernt. Und mir hat ein Typ eine Geschichte erzählt. Der hat eine Frau immer wieder beim Bäcker getroffen, weil die Frau hat dort gearbeitet. Der hat sich halt ab und zu mit ihr unterhalten. Und dann war die mal eine Weile nicht da, also so ein paar Monate. Und als sie dann wieder da war, hat er sie gefragt, wo sie denn war und wie das ist. Und dann hat sie gesagt, Chennai. Und er hat gedacht, okay, krass, die war in Indien, in Chennai. Und hat er sie gefragt, was hat sie dort gemacht und wie war das und so, was hat sie erlebt? Dann hat sie gesagt, ja, sie hat einfach dort gearbeitet, die haben dort auch eine Filiale. Und er hat sich gefragt, hä, krass, was ist denn das für ein Bäcker, dass der in Indien auch da eine Filiale hat? Und dann hat er rausgefunden, sie hat Schöneich gesagt, aber sie hat es einfach so betont. Deswegen versuche ich jetzt immer, wenn ich Schöneich sage, so eine Mischung aus Schöneich, sodass man es halt versteht, und Chennai zu sagen. vielleicht ist dann ungefähr richtig, vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung. Jetzt geht's gleich los nach Böblingen zum Dekan. Dort ist dann die Vorstellung. Dort kriegen wir ein paar so Basic-Infos mit. Aber es geht dann auch darum, diese vorläufige Ordination zu unterschreiben. Wir werden dann erst auf die erste Pfarrstelle richtig ordiniert, aber man unterschreibt quasi jetzt schon dieses Ordinationsversprechen, weil man ja eigentlich vieles jetzt auch schon macht, halt in weniger großem Umfang. Genau, danach ist noch so eine Stiftungsratssitzung, da darf ich mir mal mit reingucken, bin ich gespannt. Und anschließend noch KGR-Sitzung. Und da sind auch ein paar spannende und auch vielleicht ein paar heikle Themen auf der Tagesordnung. Und da bin ich gespannt, was da so passiert. Und auch einfach mal, ich kenne ja den KGR noch gar nicht, wie da so die Dynamik ist. Ich versuche euch ein bisschen mit reinzunehmen, aber ehrlich gesagt weiß ich gerade noch nicht, wie gut es jetzt klappt, an den verschiedenen Orten zu filmen, weil ich, ja, noch keine Einverständnis habe von diesen Leuten und dann einfach mal gucken muss, wie es funktioniert. Es war ein super spannender Nachmittag. Ich fand, wir hatten eine richtig spannende Diskussion über den Kirchenbezirk, weil halt auch so ein bisschen erklärt wurde, also welche Gemeinden so zusammengehören. Und dann ging es aber auch so ein bisschen um die Frage, welche Frömmigkeiten in den verschiedenen Gemeinden gelebt werden oder welche Frömmigkeiten vielleicht so besonders prägend sind. Und es war super spannend, das in der Runde mit eben dem Dekan und den verschiedenen Pfarrerinnen mal zu hören, was die so denken und wie die das einschätzen. Es ging dann auch so klar um die Zukunft, wie wird es aussehen mit Pfarrplänen und so. Also fand ich super spannend, einen Einblick zu bekommen. Dann hatten wir natürlich auch noch diese Verpflichtung, die wir dann da einfach noch gemacht haben, mit Unterschrift und einem guten Handschlag. Erklärung. Der mit Verfügung des Evangelischen Oberkirchenrats vom 8. August 2022 mit Kennzeichen so und so. 37 Buchstaben und Zeichen. In den unständigen Pfarrdienst der Evangelischen Landeskirche in Württemberg aufgenommen, Pfarramtsbewerber Marius Heile, und es ist jetzt sinngemäß für Sie alle vier, bestätigt mit Ihrer Unterschrift die folgende Verpflichtung. Ich bin bereit, meinen pfarramtlichen Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zu tun und das Beichtgeheimnis zu wahren. Der Wortlaut des Ordinationsgelübdes ist mir bekannt. Also das ist ja sozusagen der Kernsatz aus dem Ordinationsgelübde. Insofern Sie jetzt noch nicht Pfarrer und Pfarrerin, sondern erstmal auch in der Ausbildung noch sind, nur der Kernsatz. Und wir betonen immer gern im Gehorsam gegen Jesus Christus und in zweiter Linie nach den Ordnungen der Evangelischen Landeskirche, die sind auch wichtig, aber in zweiter Linie. Und das Beichtgeheimnis sehr wichtig, ja, für den Pfarrdienst außerordentlich wichtig.
ich finde es cool, diese Bücher jetzt zu haben und sich mit diesen Sachen nochmal auseinanderzusetzen. Für mich ist jetzt schon so, dass ich nochmal merke, das sind Dinge, die ich auch bald machen werde. Also hier Taufe, Trauung, Bestattung, verschiedene Gottesdienste. Genau, und ich bin gespannt, das mal ein bisschen zu lernen, auf was man da so achten kann und wie man die Sachen auch alle gut machen kann. Es ist 12:45, ich bin gerade vom Kirchengemeinderat nach Hause gekommen. Coole Sache, also es ging bis um 11:30 oder so. Und dann war aber einfach noch so, dass einige Leute sitzen geblieben sind, noch ein Bier getrunken haben oder einen Wein. Und es gab einfach noch voll gute Gespräche über die Themen, aber dann auch echt persönlich über Glaubensfragen. Und es war super cool. Hat mich irgendwie gefreut, das zu sehen, dass die Leute echt dann zu der Uhrzeit trotzdem noch da bleiben und sich die Zeit nehmen, einfach zu reden und sich auszutauschen. Das finde ich echt stark. Gute Nacht.